aber ist dann also alles sexuell, weil es gespalten ist und nur in diesem Spalt des Dazwischens leben kann. Denn beide können, dürfen nicht die Position des anderen verstehen, sondern müssen in der Ergänzungsdialektik aneinander sich reiben, aneinander vorbeigehen und in diesem Vorbeigehen die Lebensbatterie, die Wiederholungsbatterie aufrechterhalten. Die Männchen dürfen nicht verstehen, dass ihr Metonymiewunsch des Erhalten, Behaltens, Erobern des fehlenden Passteils als metonymer Substitutionsakt bei der Frau nie funktioniert. Und die Frauen dürfen nie begreifen, dass ihr Substituieren der Metapher des anderen in sich und sich in den anderen nicht das gleiche bedeutet wie die Metonymie, sondern dass dies nicht auf einen Gleitprozess des Behaltens im Hier und Jetzt, um daraus Ewigkeit zu machen im Kampf gegen das Tödliche, bedeutet, sondern nur die, den Verlust, nee, das muss ich noch zu Ende formulieren, sondern dieses Nicht-Sich behalten können, sondern das Leben, Leben zu leben, ein illusionäres Behalten wollen ist, der Schönheitslebensfortsetzungskette, auch gegen das Tödliche, aber auch das ist eben Irrtum. Denn wenn man zwar die Wiederkehrkette behalten wird können, wird man dennoch die, egal, ich weiß es nicht, die Schlussfolgerung weiß ich noch nicht, die Auslösungsstreise verlieren oder wie auch immer.